Liebe Zuschauer, auch ich darf Sie ganz herzlich hier bei uns begrüßen auf Wismar TV im neuen Jahr 2021. Und was ich natürlich mal wissen wollte, was wünschen wir uns eigentlich? Was wünschen sich die Wismarer für das Jahr 2021? Na, dass die Bevölkerung miteinander viel besser umgeht, natürlich gerade was die Pandemie angeht, na, Gesundheitsmaßnahmen so vernünftig umgesetzt werden und natürlich, dass wir auch miteinander vernünftig auch in Zukunft auch präventiv vorgehen natürlich dann aber auch. Geht natürlich gesundheitlich gesehen, finanziell, betrieblich bzw. persönlich, natürlich auch privat für jede Persönlichkeit natürlich, aber auch ganz wichtig, dass sich da nicht alle davon runterziehen lassen natürlich. 2021 wünschen wir uns, dass Corona vorbeigeht, dass die Schule wieder vernünftig läuft und dass wir alle gesund bleiben. Freiheit wieder, einkaufen gehen und einen normalen Alltag. In Kontakt zu den Menschen, ne? Ja, soziale Freunde, Familie. Und Freiheit auch, ne? Dass man ohne Maske mal rausgehen kann, ohne genau. Maske ständig dabei zu haben, Hände desinfizieren, aufzupassen, ja. Auch für die Kinder, ne? Habt ihr Wünsche, was ihr dieses Jahr gerne alles noch machen wollen würdet? Ich weiß das nicht. Du weißt es nicht? Möchtest du wieder in die Schule? Ins Verlor. Hauptsache ist Corona endlich vorbei. Wobei ich das aber auch so sehe, die Natur hat uns mal einen Hinweis gegeben. Seht euch vor, geht mit den Tieren und der Umwelt vernünftig um. Wir hoffen, dass das mit dem Corona bald zu Ende geht, dass man so das Gesellige, ne, das fehlt einem noch ein bisschen. Und dass die, die weniger Einsicht haben, auch vielleicht noch mal irgendwann zu Verstand kommen und das einsehen, wenigstens eine Maske aufsetzen oder so, es gibt ja immer noch genug. Wir wollten wissen von den Wismarern, was sie sich für 2021 wünschen. Die Neujahrswünsche haben wir erfragt. Und ich möchte natürlich auch noch Herrn Bayer, Thomas Bayer, unseren Bürgermeister, fragen, was der uns, was er sich, was er Wismar wünscht für 2021. Ich wünsche allen vor allem, dass sie sich in unserer Stadt wohlfühlen, dass sie gern hier leben, arbeiten, lernen. Ich wünsche den Wismarerinnen und Wismarern vor allen Dingen Gesundheit und auch ein erfolgreiches Jahr 2021. Ich weiß wohl, dass das, was wir 2020 erlebt haben, auch belastend war und dass das auch nicht gleich weg ist, sondern wir brauchen noch viel Durchhaltevermögen. Das wünsche ich uns allen auch, Durchhaltevermögen und Verständnis füreinander, damit wir die Pandemie bewältigen. Für unsere Stadt wünsche ich, dass wir den erfolgreichen Weg, den wir gegangen sind, auch 2020 gegangen sind, dass wir den auch in 2021 fortsetzen. Herr Bayer, vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt noch öfter dieses Jahr. Wir auch hoffentlich, liebe Zuschauer. In dem Sinne, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.